Hallo, herzlich willkommen zum Video 7, zum Tag 7. Noch 23 Tage. Und gleich geht's wieder zum Handeln. Stift nehmen, aufschreiben, wo Sie in mittlerweile 23 Tagen sein möchten. Ja, ganz wichtig, dass Sie den Zettel immer wieder sehen. So, wo geht's jetzt weiter? Und zwar wird's heute sehr spezifisch, ja. Und Sie haben mir gestern die Umfrage entworfen und die promoten Sie weiter, ja, in Ihren Kontakten, in Ihrem Newsletter, in 1:1-Kontakten, in Ihrer Gruppe, in anderen Gruppen, weiter promoten, 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 ja. Dass sozusagen mehr Leute hineinkommen, falls noch keine 100 Leute vorhanden sind, ja. Die wollen wir ja mindestens zusammenbekommen, aber ich bin mir ganz sicher, es werden 200, 300, 400 Leute. Okay. So, und Sie notieren sich jetzt schon, ja, neben dem Promoten Punkte, die Sie im Webinar anbieten werden, ja. Und Sie identifizieren das Endergebnis von Ihren Kontakten, ja. Das heißt sozusagen, wo diese sein möchten. Sie sehen das ja aus den Antworten der Umfrage, ja, von Ihren Kontakten. Das identifizieren Sie jetzt schon. Und dann geht es weiter und finden jetzt schon alternative Lösungen, ja, für die Antworten und für die Probleme, die Ihre Kontakte haben. Das ist ganz wichtig. Um ein Beispiel zu nennen, falls Ihr Kontakt sozusagen ein Problem hat und selber die Lösung hervorbringt beim 1:1-Kontakt, ja, dann zeigen Sie ihm neben der Lösung noch eine weitere Alternativlösung auf, ja. Das bindet sozusagen sehr. Okay, Sie fragen sich heute ebenso, ja, nach der ersten Woche, ob das hier, was Sie machen, mit Ihrer Vision und Ihrem Ziel übereinstimmt, beziehungsweise ob Ihre Vision mit dem Ziel übereinstimmt, ja. Und wenn dem so ist, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Denn dann bauen Sie nicht nur was Kurzfristiges, Sie bauen was für Dekaden, die kommen. Ja? Und Sie wissen, dass Sie damit sehr, sehr, sehr viele Einnahmen erreichen können. Genau, sehr wichtig zu wissen, die Vision, die Sie haben, muss mit Ihrem Ziel übereinstimmen. Okay. Ja, das ist sozusagen die Langzeitnachhaltigkeit, ja, die Sie mit diesem Geschäft erreichen. Genau. So, zurück zu den Kontakten, ja. Und da geht es dann darum, wenn Sie da so im Gespräch sind, im Chat sind und so weiter, ja, bei 1:1-Kontakten, wie schon gesagt, Sie finden die Lösung, ja, die Alternativlösung, ja, und drei Dinge werden Sie lehren in dem Webinar, ja, und zu Ihren Privatkontakten, ja. Also erstens, der alternative Weg für das Haupthindernis Ihres Kontakts, ja, die alternative Lösung sozusagen. Zweitens, der Grund, wieso es für Ihren Kontakt funktionieren wird. Ja, es muss natürlich begründet werden, wieso Ihr Kontakt das Problem überwinden wird und sozusagen die Lösungsfunktion darstellen. Den Grund für die Lösungsfunktion. Auch wenn Ihr Kontakt zögert, zeigen Sie ihm, dass Sie die Lösung haben. Auch wenn Ihr Kontakt völlig anders denkt. Sie zeigen es auf im Chat, zu eins Gespräch im Webinar, dass Sie die Lösung haben. Als Beispiel, ja, wie das funktioniert, um das jetzt mal ein bisschen zu konkretisieren, möchte ich Ihnen drei Punkte nennen von einem Kurs aus Amerika, der 3 Millionen Dollar umgesetzt hat, ja. Mit dem Webinar, mit den 1:1-Kontakten. Genau. Erstens, der erste Punkt der Formel lautet, wie Sie einfach digitale Kontakte erreichen, diese bezahlen, sogar wenn Sie noch gar keine vorherigen Kontakte
und deren Erfolg beweisen können, ja? Das ist sozusagen das Hindernis. Zweitens, wie sie mehr Kunden für ihre Kontakte erreichen. Das Hindernis ist hier, dass keine Erfahrung vorhanden ist, ja, bei ihren Kontakten. Wie sie viele Kunden erreichen, das ist jetzt das Dritte, wie sie viele Kunden erreichen, auch ohne dickes Marketingbudget. Ja, das ist das Dritte, das kommt in ihrem Webinar bzw. in ihrem Chat. Bringen Sie das herein. In Ihren Gruppen bringen Sie das hinein. Und ja, die ersten Schritte zu Ihrem Webinaraufbau. Okay, morgen geht's weiter. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.